So, willkommen im Let's Play von Star Wars The Old Republic und ich hoffe, ich kann diesmal gescheit auf die Uhr gucken. Das nehme ich mir vor. Unser Inventar ist relativ leer. Was ist das denn? Stufe 7 Kristall. Achso, stimmt. Ja gut. Ich verkaufe noch schnell mein Zeugs. Benötigen Sie medizinische Hilfe? Nein, noch nicht. Mittelschwere kann ich gar nicht anziehen. Warum gibt ihr mir Sachen, die ich gar nicht anziehen kann? Oh, ich brauche eine Bank. Nehmen Sie wohl. Also gut. Betritt die Monumentenkammer und sammle Knochenmarkproben. Die letzten Trupps, die die Gräber betreten haben, sind niemals zurückgekehrt. Ach, bringen wir die einfach um. Die stehen im Weg. Definitiv. Oh, na, die anderen haben das ja auch noch mitgekriegt. Ah, okay, das waren sogar die richtigen. Ha! Oh, ich bin etwas verletzt. Nein, ihr habt mich verletzt. Oh, das hier war heilen. So. Und die nächsten. Kommt nur alle her, dann kann ich mein AOE-Dingens machen. Tio! Jetzt wollte ich mit dem Schwert zuschlagen, jetzt waren sie zu weit weg. So. Okay, oh, schon fertig. Gut, dann laufen wir einfach weiter. Wir haben leider noch keinen Gleiter. Das haben Sie auch über die Auralbänder gesagt. Und über die Implantate. Ach, Auralbänder. Ich dachte, hä, Auralbänder, was denn das? Oh, ich bin sauer. Oh, ich habe ein paar viele jetzt gerade geaggrot. Hopsa. Oder waren das... War das diese Gruppe? Die Fiesen, die sind bestimmt verlinkt alle. Oh, den Großen, den will ich noch legen. Ist mir egal, ob ich den brauche oder nicht. Ich will einen Großen legen. Und komm nur her. Ich habe zwar nur noch... nur so ein Möchtegern-Lichtschwert, aber... Kann das trotzdem. Okay. Oh, da ist jemand. Ja, hi, ja, la. Ah, alles klar. Okay. Ist das der Lord Varraken? Ja, aber der ist irgendwie nicht da. Mal wieder. Ich mach einfach hier. Komm, jetzt erscheine doch. Ah, okay. Eigentlich müsste er so ein Symbol über den Kopf haben. So wie hier unten, aber irgendwie hat er das nicht. Egal. Ah. Ah, noch mehr Knochenmarkproben. Lord Renning wird erfreut sein. Ihr dürft gehen. Aha, Stufe 5, yay, unglaublich, wir sind so gut. Und hier die kleinen Tierchen. Ich mach mal meinen Finger rein. Oh, die Gitter hier, die sind doch so breit, da können die doch raus. Was macht ihr denn hier? Ihr müsst die Gitter schon enger machen. Na gut, gehen wir. Ach, da ist noch ein Quest. Lord Renning. Renning. Ein junger Akolyt, der meine Experimente sehen möchte. Das freut mich. Ich hoffe, der Anblick eines besudelten Operationstischs macht euch nichts aus. Du hast Krampfadern. Muss mal zum Arzt gehen. Na gut, mich wirft nichts um. Der Weg zur Macht ist nichts für Heulsusen. Genauso war ich auch in eurem Alter. Das hier war einmal ein Tokata. Das sind die hundeähnlichen Kreaturen, die in den Gräbern von Korriban hausen. Sieht äußerlich nach nichts Besonderem aus. Nur ich kann sehen, dass dieses Geschöpf ein Ausdruck purer Energie der dunklen Seite ist, die hier Gestalt erlangt. Ah ja. Das nenne ich einen schweren Fall von Selbstverliebtheit. Ich habe in die Tiefen des Abgrunds geschaut und dort Offenbarungen gefunden, von denen andere nur träumen können. Die Macht ist lebendig. Sie drückt ihren Willen in der physischen Welt aus. Dieser Tokata war eine Form davon. Sind wir auch so eine Form? Sie verkörpern die höchste Erscheinungsform des Willens der Macht. Ich habe hunderte von Tokatas seziert, und dadurch eine direkte Verbindung zur dunklen Seite geschaffen.
Jedes Tier, das ich untersuche, bringt mich dem vollkommenen Einssein noch näher. Ich stehe kurz vor einem großen Durchbruch. Und jetzt geht es nicht weiter. Mein wichtigstes Exemplar, ein mutierter Tukata, ist in die Gräber entkommen, bevor ich ihn analysieren konnte. Ja, die Tiere grunzen hier einfach in die Szene rein. Oh Mann, die sind echt cool. Eure Arbeit ist zu wichtig, um nicht fortgeführt zu werden. In der Tat. Vielleicht hat euch die Macht aus gutem Grund hierher geführt. Ihr Akolyten müsst euch doch für die Prüfungen in diese Gräber begeben. Ihr könntet den Tukata für mich jagen und mir sein perfektes Gehirn bringen. Meine Schülerin Malora hat gesehen, in welches Grab das Tier geflohen ist. Fragt sie danach. Helft mir und ihr werdet belohnt. Ich werde mit Malora sprechen und dann das Nötige tun, mein Lord. Es ist eine noble Bestimmung, mir zu dienen. Das wisst ihr hoffentlich zu würdigen. Oh, okay. Also eingebildet sind die hier überhaupt nicht, ihr alle, ne? Na gut, immerhin antwortet meine Sith-Inquisitorin sehr schlagfertig. Oh, da ist jemand gelevelt. Mit dem Tauntaun. Und das Tauntaun ist auch gelevelt. Lykana. Ah. Tidim. So, mal gucken. Wir haben Post. Von Lord Nekus. Wer war das nochmal? Inquisitor Zinn hat mich darüber informiert, dass ihr es wart, der Essor Kayens Rolle beim Tod meines Schülers aufgedeckt hat. Ich hatte Essor im Verdacht, der Narr war schon immer ein Plagegeist, aber ich brauche Beweise, um zu handeln. Die Aussage des Akolyten wird genügen. Ach, das war die Mission, wo ich Verräter gescannt habe, glaube ich, oder? Da ich ein Mann bin, der seine Schulden begleicht, eine Tatsache, die der junge Essor schon bald lernen wird, möchte ich euch meine Dankbarkeit in der Sache aussprechen. Ihr habt einen scharfen Verstand und ein gutes Auge für Details. Zweifelsfrei werdet ihr ein guter Schüler. Zu schade, dass schon jemand anderes ein Auge auf euch geworfen hat. Ja, Auge. Ja, gut. Es kann sein, dass es die Mission mit dem Scannen war. Ich weiß es nicht mehr. Oh, und wir haben eine Taxiroute freigeschaltet. Okay. Reiseroute bestätigt. Gehen wir mal wieder runter. Nein, springen. Oder ist hier oben noch was? Warte. Moment, hier oben. Ah nee, das ist da unten. Soll ich einfach mal springen? Ich springe einfach mal. Ich springe mal aufs Regal. Vielleicht mildert das mein Sprung. Oh, neben das Regal ist auch gut. Ja, ich bin nicht so gut im Springen, deshalb verschiebe ich die Datacron-Suche auch immer bis Level 50 spätestens. Ne? Ach, das ist die Schülerin, meine Mutter. Haustier. Ihr verschwendet eure Zeit. Seine Forschung führt zu nichts. Ihr seid wohl keine besonders ergebene Schülerin. Er ist nur dem Namen nach mein Meister. Er kann niemandem etwas über die dunkle Seite der Macht beibringen. Renning hat es geschafft, dem Rat der Sith einzureden, dass er das Wissen der Sith erweitert. In Wirklichkeit verplempert er Zeit und Ressourcen des Imperiums damit, dass er geistlose Tiere seziert. Aber wenn seine Experimente in Verruf kämen, würde er verbannt. Und ich würde belohnt. Nee, ich will die nicht belohnen. Ihr wollt einfach nur euren Meister loswerden. Mich erwartet eine größere Bestimmung, als hier in diesem mickrigen Labor als Forschungsassistentin zu dienen. Es braucht nur eine winzige Änderung am Hirn des mutierten Tukata. Und schon kann ich meinen Meister als Scharlatan entlarven. Bringt mir das Hirn, bevor ihr es Lord Renning übergebt. Und ihr werdet es nicht bereuen. Mal sehen, ob ich Zeit habe. Auf diese Weise bekommt ihr eine Belohnung vom Meister und eine von seiner Schülerin. Das klingt doch gut, oder? Der mutierte Tukata ist ins Grab von Marka Ragnos entkommen. Man erkennt ihn leicht daran, dass er größer ist als die anderen. Bringt mir das Hirn, bevor ihr damit zu Lord Renning geht. Dann kümmere ich mich um den Rest. Tja, machen wir das? Man kommt drauf an, ob das imperiale Punkte gibt oder nicht. Ich weiß es nicht. Ich wollte ja diesmal böse sein. War eigentlich den Meister verraten. Ja gut, es ist typisch imperial, aber...
Die scheitern ja immer daran, dass sie sich gegenseitig verraten und dann zerbrechen. So. Und was willst du dann? Bitte verwenden Sie sämtliche Produkte nur nach Anleitung. Ich habe wieder Kleidung. Wo kommt die denn her? Oh, ich habe noch keine Handschuhe an. Das ist interessant. Zieh sie an. Yay, ich sehe aus wie so ein Ninja. Na gut. Aber meine Zeit ist abgelaufen. Beziehungsweise deine Zeit, Ravea. Und wir sehen uns erst wieder im nächsten Teil. Und bis dann.